Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Solche Debatten, das hat Ihre Vorgänger auf dem Präsidentenstuhl gesagt, sind manchmal lehrreich. Wir haben heute schon über Sprichwörter gehört, über Vespasian was gehört und so weiter. Man kann jetzt mit einem deutschen Sprichwort sagen, was lange währt, wird endlich gut. Und es ist wirklich gut geworden. Und als ich hier vor 3 Jahren in den Deutschen Bundestag kam, hat mir Sören Barthold gesagt, da gibt es so ein Carsharing-Gesetz. Das ist keine große Sache, aber es dauert schon 10 Jahre. Es sind auch 3 Jahre noch mal dazugekommen. Und hat mir dann auf den Weg gegeben, also mir persönlich auch gesagt, bring es mal endlich zu Ende. Das war ich jetzt nicht allein natürlich. Herr Bilger war zumindest dabei und viele andere auch. Und jetzt ist es auf der Zielgeraden. Und Gott sei Dank auf der Zielgeraden. Denn wir müssen uns eins klar machen. Es gibt in den Köpfen der Menschen auch so etwas wie eine Verkehrswende. 20% der Führerscheininhaber können laut einer Umfrage sich vorstellen, auf das eigene Auto zu verzichten. 20%, das ist ein Fünftel. Es gibt eine Studie für die Stadt Hamburg, dass eine relativ geringe Zahl von Carsharing-Fahrzeugen die Hälfte der privaten Kfz ersetzen könnte, ohne dass es Mobilitätsverluste gäbe. Einfach weil das Auto geshared wird und halt von vielen benutzt wird. Und für New York gibt es eine ähnliche Studie im Übrigen. Und im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ist Carsharing die Chance, für urbane Räume wieder Luft zum Atmen zu haben. Und insofern ist das in der Tat mit dieser ökologischen Dimension, die da drin steckt, ein sehr, sehr wichtiges Gesetz, auch wenn die Einschätzung von Sören Barthold natürlich im Prinzip richtig war, dass es keine so ganz große Sache ist. Aber es ist ein Mosaikstein in dieser Verkehrswende. Und ich stelle auch fest, dass die OEMs, also die Automobilhersteller, ich erkläre das Wort, weil ich bei der Kanzlerin bei der Anhörung im Untersuchungsausschuss festgestellt habe, sie hat gefragt, was sind denn OEMs? So, dann musste das erläutert werden. Deshalb erkläre ich es hier auch, dass die auch umdenken. Dass die auch anhören, dass die auch halt umdenken. Denn die Unternehmen sagen nicht mehr, wir sind Automobilhersteller, sondern wir sind Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen in der Zukunft. Und dazu gehört eben auch integriert das, was eben Carsharing bedeutet, in dieser Form des Free-Floating. Das heißt, die Zukunft wird nicht bestimmt von dem besessenen Auto, von dem, was ich besitze, das Fahrzeug, sondern von Mobilität, die multimodal und intermodal sein wird. Und davon ist Carsharing genau ein Element. Auch übrigens für ländliche Räume. Stichwort Dorfauto. Das gibt es heute schon. Wir haben uns, wenn ich sage wir, dann ist das die SPD-Fraktion und vor allen Dingen die Verkehrsleute der SPD-Fraktion, eine Regelung gewünscht im Straßenverkehrsrecht. Und haben dann aber in dem Diskussionsprozess lernen müssen, auch ich habe das lernen müssen, dass wir im Grunde das so nicht regeln können, bundeseinheitlich im Straßenverkehrsrecht, weil der Bund nun mal nicht zuständig ist für Landstraßen und Stadtstraßen. Sondern wir müssen das sozusagen gestuft machen. Und insofern ist das jetzt im Wegerecht, sprich auf dem Art, ja, ich kenne die auch alle, die Studie, ich habe die alle gelesen, aber wir haben uns dieser Rechtsauffassung irgendwann einmal gebeugt und haben gesagt, wir machen das so. Und ich stelle auch fest, dass die ganze Szene des Carsharing-Verbandes mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf hoch zufrieden ist. Gleichwohl müssen wir 2, 3 Punkte eventuell noch in der Debatte, das ist ja immer so, wenn wir das anfangen zu debattieren, noch mal in den Blick nehmen. Eins ist schon von Herrn Bilger gerade erwähnt worden, der Parkdruck in den Innenstädten wird deutlich verringert. Das steht aber als expliziter Begründungszusammenhang bisher nicht im Gesetz. Das sollten wir eventuell als wichtigen Punkt noch vielleicht noch aufnehmen. Wir müssen uns auch, das ist die Rückmeldung von den Verbänden und vor allen Dingen auch vom Städte- und Gemeindebund und den kommunalen Spitzenverbänden, vielleicht noch mal Gedanken darüber machen, ob wir beim Vergabeverfahren mit diesem riesengroßen Besteck aufwarten müssen oder ob es nicht vielleicht auch kleiner geht. Das Gleiche gilt, das ist der dritte Punkt, den ich noch anmerken möchte, bei der Verlängerung des ja 5 Jahre laufenden Vertrages, ob es da nicht auch eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel im Interessensbekundungsverfahren das zu lösen, weil es in kleineren und mittleren Städten wahrscheinlich eher die Situation geben wird, dass es so wahnsinnig viele Bewerber gar nicht gibt, sondern man muss einen finden und man ist wahrscheinlich froh, wenn man einen hat.
So, insofern muss man da noch mal drüber nachdenken. Und ich hoffe, dass wir darüber konstruktive Debatten führen. Ich war mit allen bisher geäußerten Äußerungen auch von Herbert Behrens und auch vom Kollegen Wilger ja sehr zufrieden, weil das war sehr konstruktiv, was wir hier haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir nachher ein Carsharing-Gesetz verabschieden werden im Deutschen Bundestag, das endlich nach 12 Jahren diese Möglichkeit einräumt. Danke. Vielen Dank. Jetzt spricht für Bündnis 90 die